So. Ja. Und dann fangen wir die zweite Kampagnenmission an. Tödliche Lieferung. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie sich der Plan mit Dario zu vergiften so darstellt und machen lässt. Karte starten. Irgendwie seltsam, dass hier alle blau sind. Ich denke mal, das war irgendwie ein Fehler, aber blau ist ja eigentlich Darios Farbe. In der Kampagne haben ja alle grau als Farbe, aber hier sind sie blau. Okay. Ich meine, vielleicht werden sie später gut, was ich sehr bezweifle. Haswells. Ja, ich kann mal drücken. Ja, ein Dorf bis zum Abendgrauen aufzubauen ist ja ein Siedler zum Glück kein Problem. Ja, dann bauen wir erstmal ein Dorfzentrum. Nein, nein, ach, geht doch nicht. Doch, es geht sehr wohl. Ah. Aber auf jeden Fall... Ja, auf jeden Fall... jetzt haben wir Mary auch als Heldin. Gucken, was hat die für Fähigkeiten? Fertig, Meister! Alle feindlichen Einheiten in ihrer Umgebung schädigt. Mary senkt die Moral der Gegner, wodurch die schlechter zuschlagen und somit weniger Schaden anrichten. Ja, das ist sehr schön. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das ist wieder ein Wirtshaus. Und diese Stelle ist anscheinend erleuchtet, weil vorhin gerade eben hier die Sequenz war. Ja, jedenfalls ist jetzt anscheinend der Plan einfach... Oh, wir haben ein Time Limit. Oh, das ist nicht gut, Kervos. In Ordnung. Angriff! Nehmt Zeit und denkt daran, Feuer zu entzünden. Wenn ihr einen Weg gesichert habt, werde ich den auch sehen und wissen, wo ich hin muss. Ach, das ist der Meuchler. Okay. So. Ich muss jetzt also eine Kaserne bauen. Ja, ist gut. Sie schadet. Ist in Ordnung. Und Rohstoffe sammeln. So, Auftrag. Kervos und seine Ritter hatten Mary endlich mal. Zahltag.
Ah, okay, also ein alles oder nichts Vorhaben. Ja. Okay. Angriff! Da können wir erstmal mit unseren Helden. Ja, in Ordnung. Bisschen ja, offen. In Ordnung. Ja, ist gut. Das ist eine Straße, das hier ist die andere. Wo ist die dritte? Ist das die hier? Okay. Kommt und spielt mit mir! Oh. Ja. Ja, die Sprüche bin ich gar nicht gewöhnt, weil ja, Mary hat es ja bis jetzt nicht. Ist gut. Ich wünsche nur, hier ist Minen. Ich kümmere mich darum. Kann ich Minen bauen? Kann ich bauen? Tatsache, Mine. Okay. Ja, ist gut. Na gut. Eisen ist das, was wir brauchen. Ja. 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 Es ist wesentlich schneller als hier Eisen abzubauen. Da kein Problem. Holzfällen schicken. Kann ich auch ein Sägewerk bauen. Ja. Da wird nämlich das ganze Zeug veredelt. Und dann bekomme ich halt mehr insgesamt raus. Ja, in Ordnung. Ich wünsche nur, es würde jetzt aufhören zu regnen. In Ordnung. Dann könnte ich nämlich wenigstens ein bisschen weiter sehen. Ja, in Ordnung. Ich kümmere mich darum. Das kann ich. In Ordnung. Ja. Was mit Kerberos zu erkunden, ist ja so gesehen ein bisschen ungefährlicher. Der Tag der Abrechnung. Weil er hat ja die Fähigkeit, Feinde zu vertreiben. Oder? Das war doch so. Stehst du in Schreihaus und alle seine Feinde flüchten. Genau. Ja. Also so ein bisschen Darius Fähigkeit bloß. Ja. Ist das so brutal brüllen? Was? Achso. Das ist so brutal brüllen kann, ja, dass die flüchten. Ja. Ergreift sie! Einer eurer Helden wird angegriffen. Fertig, Meister! Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Fertig, Meister! Und die teilen ja echt viel Ein Schaden Bergmann aus. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja, das kann ich leider nicht. Tut mir leid. Ich brauche noch Stein. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ich habe Holz gefällt. Natürlich. Ja gut, die Sägewerker stehen jetzt. Hä? Ich wusste es. Also. Man kann ein Sägewerk und eine Schmiede bauen, aber weißt du, Schmiede können sich, glaube ich, das Eisen direkt hier aus der Mine holen. Aber Sägewerker, die haben ja jetzt hier. Verdammt. Da habe ich nicht nachgedacht. Ich hätte es besser wissen müssen. Normalerweise holen sich die Leute ja irgendwo her aus der Burg, aus dem Lager oder direkt aus der Rohstoffstätte das Material, um zu arbeiten. Aber ja, das Problem ist, die Sägewerke haben keine Burg oder ich bin müde. Kein Lager, kann kein freies Bett finden. Das Material zu holen. Wozu bezahle ich meine Steuern? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Herr Boros, wo bist du hier? Ja, ist gut. Habe ich jetzt hier erstmal meine grundlegenden Typen, Holz und Taler. Aber so gehen auch wenigstens meine Steuern ein bisschen hoch, wenn ich jetzt hier Leute Der Sommer kehrt ansiedle. Zurück. Eisen. Ja, in Ordnung. Ist schon ein bisschen lästig eigentlich. Ja, ist gut. In Ordnung! Jawohl!
Jetzt ist ja aber keine Straße mehr, oder? Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ja. So, alle überflüssigen Gebäude beseitigt. Nichts lieber als das. Ja, okay, jetzt hauen wir doch ab. Ja! So, Kratos, ja, schicken wir dich mal hier runter. Wir haben ja noch einige Minuten. Ja, Rekrutierung von Breitschwertkämpfern. Ich denke mal, da unsere Mittel beschränkt sind, gehe ich jetzt erstmal eher auf Klasse statt Masse. Weil dem wir ja, ist gut. Ja. 1077 Tage. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Ich frage mich allerdings immer noch, ob die Zahl von irgendwas abhängt oder so. Ja, hier ist, ist gut. Ist der, steht da alleine? Ja. Okay, da hätte ich mich jetzt auch irgendwie überrascht. Ja. Ein Held ist in großer Gefahr. Aber ich habe auch irgendwie so das derbe Gefühl, dass die Helden seltsamerweise weniger aushalten oder weniger Lebenspunkte haben. Das kann ich. Ja. Vielleicht täusche ich mich aber trotzdem. Ja. Das kann ich. Denke ich, machen wir erstmal den Turm dort unten. Wir versuchen die untere Straße. Ja. Einfach weil da jetzt nur Bogenschützen Selbstverständlich. Sind. Selbstverständlich. Wir die schnell hoffentlich platt machen können. Ja genau, die Schmiede, die holen sich... Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Also ich könnte schwören, dass ich in einer der vorigen Spielteile hatte ich zum Beispiel einen Alchemisten neben eine Schwefelgrube gestellt. Ich bin müde. Aber kann kein freies Bett finden. Die holen sich das den Rohstoff direkt aus der Mine. Beim Sägewerk geht das leider nicht. Was haben die sich eigentlich dann dabei gedacht, dass man das Sägewerk bauen kann, aber alles andere nicht? Und wo soll ich jetzt hier nochmal Stein herbekommen? Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Die muss ich irgendwo mehr sicher Holz fällen lassen. Erstmal ja, hier. Ja, ist gut. Und dann mache ich erstmal Taler, Eisen, okay. Forschen kann ich auch noch nicht. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz blöd. Zahltag. Was will man machen? So, ich könnte die jetzt noch Eisen sammeln lassen, damit ich das halt schneller bekomme. Ja, ist denke, gut. Machen werde. Anderen Holz sammeln. Ja, mein Herr. Was mich aber halt wundert, also ist es ja, ist es nur bekannt. Also ja. Was ich halt jetzt nicht verstehe, ist jetzt im weiteren Spielverlauf. Dafür sind ist wir ja, glaube, genau noch die richtigen. Nicht bekannt. Jawohl. Dass Mordred wieder zurück ist, um Ärger zu machen. Ich tue mein Bestes. Ist das irgendwie wieder eine Bande zusammenkommt, die das Reich bedroht oder sowas? Ja. Ist jetzt da oben. Oh. Ja, ist gut. Ich weiß nicht, das ist irgendwie unlogisch, weil es reicht ja eigentlich nur ein Typ, ich weiß nicht, so ein Leibeigner, die ja jetzt wahrscheinlich einfach hier gesagt hat, ihr seid jetzt meine Kerle oder ich bringe euch um. Irgendwie die Chance nutzt, wenn er hier hinten Holz fällt oder so, dann einfach zu den Wachen zu rennen. Und dann sagen, ja, der Typ hat so wir und so oder Kerberos und so. Ja, Herr. Dann würde er ja quasi... Jawohl. Also ich meine, es fehlt halt so wenig. Ihr werdet angegriffen. Geschafft. Eine Kanone. Und ein Turm. Wo sind denn die Bogenschützen? Auf in den Kampf! Ja. Angriff! Lasst uns tanzen. Das Gift ist aber wirksam. Es hat gleich ein paar von denen gekillt. Bis in den Tod! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern.
Aber meine Leute nehmen davon anscheinend keinen Schaden.